von meinen Augenränder an. Augenring ist der. Ja, aber richtig. Lina, komm, jetzt zeige, was wir geholt haben. So, erstmal willkommen zu einem neuen Vlog. Das sieht voll hässlich aus. Angeblich habe ich ein Buddy drunter angezogen. Nein, ich kann dich auf keinen Fall die ganze Zeit tragen. Hau ab. So, einmal. Na, du dein Finger. Du dein Finger. Warte mal. Guck mal, Lina. Du kannst mal helfen. Dann eine Wassermelone, die kommt direkt in den Kühlschrank. Haben wir überhaupt Platz? Weiß ich nicht. Nein, es passt nicht. Hier bestimmt. Nee, egal, lass. Nein, das schmeckt nicht warm. So. Wie hast du das aufgemacht? Deine kleinen Finger. Das war bestimmt auf. Dann haben wir unseren Lieblings-Eistee von Green Tea. Granatapfel. Dreimal. Dreimal ein Sprudelwasser. Mama. Einmal Cola und einmal Sprite. Natürlich alles gefälscht. Dann einmal Chips. Dann guckst du so. Dann für Audi hat einmal gestern gekauft, diese, wie heißen die? Da musst du mal Kutti aufgemacht, ich bin am Brennen, ja. Zugemacht? Ja, Lina hat mit den Dingens gespielt, da. Ups, ist aufgegangen. Mit der Shisha, die hat das Kamin da genommen. Dann hat Audi einmal Radieschen gekauft. Ich weiß nicht, was er damit vorhat, sehr wahrscheinlich schon in den Salat rein oder so. Dann zwei Äpfel. Nochmal zwei Äpfel. Vier Mandarinen. Zwei Birnen. Zweimal Studentenfutter. Einmal Klassik und einmal Exotik. Dann einmal Latte Cappuccino und einmal Latte Macchiato Milch. Cashews pikant gewürzt einmal. Dann einmal Big Pit. Und Blumenkohl, das war's. Guck mal. Ninosch. So, oh, der ist am Kochen. Willst du weitermachen? Wasser. Wie weitermachen? Oh, bitte. Bitte. Tot. Also der lebt durch Maschinen. So
das alles vorbereitet. Die Donuts, Obst. Wir gehen mal zur Arbeit. Hoch. Was ist? Nix. Da macht Salat und dieser Eintopf ist auch fertig. Das riecht schon mal sehr currylastig. Da ist auch Curry drin, ne? Das schmeckt jetzt sehr gut. Ich habe ein bisschen zu viel Zitrone reingetan, aber jetzt schmeckt wieder gut. Willst du probieren? Mach das. Ich glaube, wir haben noch nie so viel Salat gemacht. Wir haben auch noch nie so viel gekocht. Also jetzt kommt noch Reis, dann kommt dieses Köfte, dann kommt Blumenkohl. Und ich versuche meinen Opa und so heimlich aufzunehmen, auch von hinten, sodass man deren Gesicht nicht sieht. Werde ich nicht machen. Nein. Auf den Tisch werden wir auf jeden Fall filmen. So. Ich rufe mal kurz Mama an, warum die spät kommt. I wanna get to your clothes, gotta get it right now. I wanna push all the limits with you right now. So watch your feelings, the city's screaming, we're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. People talk and tell what you wanna hear now. But they all disappear, they will let you down, so we better stick together, let's come whatever. We're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. We only need but you're trying to deny that we should be together. It's heavy weather we're heading for tonight. You better take what you can, cause the time is right now. Mein Opa sind jetzt weg. Wir haben 7 Uhr jetzt und wir haben eine Box bekommen. Und
zwar die Brand News Box. Ich zeige euch die mal, was da alles drin ist. Ich habe selber noch nicht geguckt. Bin schon gespannt. So. Ich hoffe, ihr könnt mich gut sehen. So, als erstes Schmeck die Welt und still dein Fernweh. Was ist das? Da ist auf jeden Fall irgendwas drin. Ich weiß nicht. Achso. Indisches Curry. Currypaste von Knorr. Okay. Ich muss mal schauen, dass man... Achso, mit Hähnchen und so kann man das machen. Hier ist gerade mal so ein Bild. Das werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Dann Leibniz Zoo Fabelwesen. Perfekt für Dina. Dann Leibniz Minis. Die kenne ich. Wir holen mal die großen davon. Die Minis sind auch perfekt für Dina. Was ist das? Fünfjähriges voller Überraschungen. Achso, hier steht alles, was da drin ist. Aber ich gucke jetzt nicht rein. Ich will euch jetzt zeigen, was drin ist. So, Erdbeer und Chili. Salatdressing. Ehrlich, unser Salatdressing ist letztens leer gegangen. Dann probieren wir das auf jeden Fall aus. Ich bin gespannt, was das für eine Kombi ist. Erdbeer-Chili. Mal schauen, wie das schmeckt. Dann haben wir hier passierte Tomaten. Auch gut. Das benutzen wir auch sehr oft für Pizza und so. Von Mutti. So, was haben wir noch? Rapsöl. Universelles Rapsöl von Rapsgold. Nehmen wir das. Dann haben wir ein News-Magazin. Das lese ich mir heute Abend durch. Alles gut. Oh, Lina ist ausgerutscht. Dann einmal Milchreis. Also der ist schon fertig. Den können wir sogar morgen zum Frühstück essen. Ohne Zusatz von Süßstoffen, Farbstoffen und Konservierungsstoffen. Also mit Zimt oder so geht das voll gut, finde ich. Oder Apfelmus. Dann haben wir hier einmal von Valensina mildes Frühstück. Das kochen wir sehr, sehr oft, wenn das im Angebot ist bei Kaufland. Ja. Morgen zum Frühstück. Dann haben wir hier Pfirsich-Mango. Mit 7% Fruchtgehalt von Wösslauer, genau. Hab ich ehrlich gesagt noch nie probiert. Bin schon gespannt. Als ob ich was riechen würde, wenn ich... Achso, das mit Alkohol. Das ist ein Eiskaffee mit Baileys, Leute. So, Baileys. Ich habe früher sehr oft Baileys auf Eis getrunken. Und mit Kaffee schmeckt das echt sehr, sehr gut. Aber natürlich trinke ich jetzt nichts mehr. Das werde ich dann verschenken. Und einmal von Zentes Aprikosen-Mandarinen-Marmelade. Die Box werde ich auf jeden Fall unten in die Infobox verlinken und ich bin gespannt, was wir nächsten Monat kriegen. Mal schauen. So Leute, ich kann euch auch mal kurz zeigen, was Oma mitgebracht hat und Opa. Einmal diese Orchidee. Sehr schön, oder? Oh, dann wollte ich mir heute eine kaufen. Aber ich habe mir gedacht, nee, lieber nicht, weil wir haben schon drei Stück. Jetzt habe ich meine Oma eins mitgebracht. Dann einmal diese Zara-Tüte mit dem Soft. Die hat sich schon aufgemacht. Dann einmal Kinder Country, auch aufgemacht. Dann einmal Ferrero Rocher. Voll viel Süßes, ne? Ferrero Küsschen. Und einmal die Schlümpfe. Ja, Furkan schläft heute bei uns, hat er selber so entschieden. Spaß. Natürlich, mein Bruder darf immer bei uns schlafen, wann er möchte. Wir müssen aber zur Mathe lernen. Leute, ich bin so kaputt. Das Essen hat auf jeden Fall sehr gut geschmeckt. Mein Opa hat sehr viel Blumenkohl gegessen. Ich habe ja Blumenkohl extra für ihn gemacht, weil ich das in der Türkei nicht machen konnte, habe ich glaube ich schon erzählt. Ah, die Köfte haben wir doch nicht gemacht, aber wenn ich die mache, also wenn wir die essen, zeige ich die euch auf jeden Fall, die sind momentan im Gefrierfach. Und wenn ihr die nachmacht, Leute, ihr müsst die richtig, richtig, richtig dünn machen. Die ersten sind richtig schlimm geworden von mir, die musste ich leider wegschmeißen, die konnte man nicht essen. Ihr müsst wirklich, also das muss richtig dünn sein, wenn ihr das so aufmacht. Ja, ich werde mal schauen, wie ich die Orchidee jetzt platziere.
Also ein roter Blumentopf passt eigentlich nicht zu der Wohnung, aber ist ja nicht schlimm, das sieht der Körper. So, Audra hat Shiva angerufen, dass er hier hinkommen soll, aber er ist am Lernen. Er hat von Montag bis Mittwoch Klausuren. Und deswegen kommt er nicht. Machen wir das so und so und so. So, meine Lieben, nach dem anstrengenden Tag gönne ich mir jetzt ein Bad. Und zwar mit dem Isana Deine Verführung. Die habe ich ja letztens im Fassmann gekauft und das hat eine Herzform. Und wir machen die jetzt zusammen auf und gucken mal, ob das wirklich eine Herzform hat. Moment. Ich muss euch gerade schief halten. Oh, das hat echt eine Herzform. Oh, wie süß. Guck mal, Lina. Wow, das sieht aber schön aus, ne, Mausi? Das ist ein Sprudelbad. Wow. Das sieht schön aus. Knuffelkack? Erst Mama, dann du, ja? Lina liebt es zu baden. Ja! Also Leute, wenn ich mich gleich nicht mehr melde, wisst ihr Bescheid. Dann sind wir sehr wahrscheinlich am Chillen und so. Aula ist ja gleich da. Und wenn ich mich melde, dann melde ich mich, weil ich sehe voll tot aus jetzt und ich will gar nicht wissen, wie ich geduscht habe, wie ich da raussehe. Ansonsten geht es Aula ein bisschen. Mal schauen. Also bis gleich. Oder? Bis gleich. Bis morgen. Das ist ja.